Willkommen zurück zu Spyro Year of the Dragon. Wir sind in Spinnstadt, in der nächsten Sparks-Welt. So, da komme ich nicht durch. Lol, was ist das denn für ein Vieh? Ach ja, ich muss sagen, seit Spyro Advance liebe ich die Sparks-Welten. Seit Spyro Advance liebe ich die Sparks-Welten. Die sind so cool gemacht. Macht mir auch immer wieder Spaß. So, das Power-Up hebe ich mir aber auf. So ein bisschen. Ah, aus Blumentöpfen kommen die raus, Spinnen. Auch so innovativ. Okay, da werde ich jetzt aber mal zum Power abgreifen. Ah ja, ich liebe es. Lol, was ist das denn für eine coole Funktion? Ist das ein Schutzschild? Ja, tatsächlich ist ein Schutzschild. Okay, jetzt muss ich ausschalten irgendwie. Da gibt es bestimmt noch ein Knöpfchen, was das Schild ausschaltet. Von den komischen Teilen. Die Frage ist noch wo. So, da nicht zu weit hin. Da nicht zu nah ran. Ich liebe es. Ich habe es ein bisschen vermisst seit Spyro Advance, die Sparks Level. Ich glaube, das war gerade ein Checkpoint. Wenn ich mich gerade nicht verguckt habe. Weg mit euch. Ist noch zu. Dann muss ich wohl oben lang. Ah, das war zu nah dran. Ah, man sollte nicht zu nah rangehen. So. Ein Schutzschild wäre schon mal ausgeschaltet. Zack. Damit wäre auch dieses Schutzschild weg. Und meine Energie ist auch fast weg. Ist ja gerade nicht so pralle. Das ist gerade alles andere als pralle. Kann ich jetzt hier durch? Ja, kann ich. Wow. Ah, ich habe Raketen bekommen. Sehr praktisch. Und wieder so ein Schildteil, was ich ausschalten muss. Das wird bestimmt hier irgendwo sein. Ja, die Sparks Level habe ich gut. Die Sparks Level habe ich gut drauf, das weiß ich jetzt bei Spyro Advance. Die liegen mir irgendwie im Blut, keine Ahnung warum.
Ah, verdammt. Da hat's mich getroffen. Aber egal, wir haben noch genug Leben übrig. Alles noch kein Problem. Ist alles noch kein Problem. Ist alles noch kein Problem. Alles noch ganz locker. So, jetzt mal das Teil weg. Und das Schild ausgemacht. Jetzt kann ich nämlich hier auch diesen Topf da abschalten. Beziehungsweise ausschalten. Und bekomme dafür einen Edelstein. Ich liebe es. Wow. Okay. Power up. Okay, so ein Schildteil. Moment. Das haben wir gleich. Bam. Weg mit dir. Na komm. Komm zu mir. Na komm zu mir. Das wird der Boss sein, oder? Ja. Ist der Boss. Wo ist er denn? Ah, da ist er ja. Okay, der Boss spuckt kleine Spinnen aus. Sieht jetzt auch nicht so schwer aus. Aber sag das mal nie zu laut, sonst rastet er richtig aus. Ja, nicht zu nah ran. Nicht zu nah ran. Ah, ich hab ihn fast. Ich hab ihn fast im Griff. Ich hab ihn gut im Griff, sagen wir mal. Der dürfte gleich down sein. Nein! Scheiße! Och Mann! Ich hatte ihn doch fast. Wegen dieser blöden kleinen Kackspinne. Wegen dieser blöden kleinen Kackspinne. Ah, war ein bisschen zu früh, seinen zu sammeln. Ja, die Äußeren stören mich da, die er schwuppt. Äußeren stört mich gerade ein bisschen. Lol, aber er kann die auch selber killen. Nein, nein, nicht zu nahe kommen lassen. Nicht zu nahe kommen lassen. Nein, 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 nein. Es fehlen wie vor Edelsteine. Und wir haben Tutti befreit. Damit wäre bei Tutti auch alles Tutti Frutti.
Was, fehlen noch Edelsteine? Wo können die sein? Mal schauen. Ich habe doch irgendwas übersehen. Ich habe doch irgendwo bestimmt irgendwas übersehen. Irgendwas fehlt irgendwo. Ach, da. Perfekt. Jetzt haben wir alle. Und das Level ist geschafft. Okay, dann flattern wir mal ganz rasch zurück zur Ziellinie. Denn wir sind hier fertig in Spinnenstadt. Mal sehen, was bekommen wir jetzt Schönes? Hervorragende Arbeit, Sparks. Und wie ich sehe, hast du eine weitere Fähigkeit erworben. Wenn du jetzt die L1, L2, R1 und R2 Tasten gleichzeitig gedrückt hältst, zeigt Sparks dir jeden Schatz, der hier noch rumliegt. Ah, nice. Das ist natürlich jetzt vom Vorteil, denn jetzt können wir in älteren Stages mal gucken. Na gut, hier ist natürlich... Hier zeigt da nichts an, weil hier nichts mehr rumliegt. Aber wir können mal zur Eisspitze und Zauberturm zurück, um zu schauen, wo noch Edelsteine sein könnten. Das ist jetzt richtig praktisch. Dann kann ich die Levels eigentlich mal. Dann kann ich die Levels eigentlich mal abschließen. Die Eisspitze, wo waren die nochmal? Irgendwo in der Gartenstadt war das. Ach, da hinten. Sweet, kann man es gleich mal austesten. Können wir es gleich mal austesten? Okay, wo uns zeigt Spark? Spark zeigt in die Richtung. Das heißt, irgendwo da müssen noch die Steinchen sein, die ich übersehen habe. Da drüben irgendwo. Ich finde, das ist eine sehr geniale Funktion, die wir bekommen. Das macht die Schatzsuche wesentlich leichter. Zeigt Sparks noch da. Okay. Das heißt, die Schätze sind in der Richtung. Das heißt, die Schätze sind in der Richtung. Wie ein kleines Edelsteinradar. Das Ganze. Ach stimmt, die nervigen Gegner. Ach stimmt, ich entsinne mich, das Eis. Das Eis, ich konnte es ja nicht schmelzen. Ich muss da unten irgendwie hin. Ich muss irgendwie da unten hin. Ich muss irgendwie da unten hin. Da unten gibt es auch noch Steinchen. Bloß wie komme ich da ran? Und ich darf Sparks natürlich nicht verlieren. Sonst habe ich keinen Edelsteinradar mehr. Der kann ohne vielleicht
Nee, mit der Kanone klappt's irgendwie nicht. Wie kommt man durch die Eisdecke? Eventuell gucke ich mal nach, wie man da durchbricht. Irgendwie muss das ja funktionieren. So, das geht schon mal nicht. Das gibt nur Kopfschmerzen. Aber irgendwie muss man da durchkommen. Es muss einen Weg geben. Es muss einen Weg geben, durchzukommen. Hier ist doch kein irgendwie Eiszapfen, aus dem man abschießen kann, um durchzubrechen. Ich sehe auch gerade irgendwie. Gibt es vielleicht einen Durchweg irgendwie? Zu diesem Teil des Levels? Vielleicht so eine Passage? Die man gehen kann. Nee. Von da aus nichts zu sehen. Ich muss irgendwie unters Eis kommen. Da gibt's keinen Tunnel. Das heißt, man müsste theoretisch von dort hinten aus irgendwie reinkommen. Unter die Eisdecke. Bloß wie ist die Frage? Ich meine, durchbrechen kann ich ja nicht. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Ich habe gerade keine Ahnung. Geht das nicht von hier aus schon? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, von hier aus geht das noch nicht. Da kann man bloß dahin. Keine Ahnung, wie man das machen soll. Gut Leute, ich muss sagen, beim Eis hier, ich muss mal nachschlagen, weil ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll, wie man da rankommen soll. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part mit der Lösung dann wieder. Bis dann, tschüss Leute.